Willkommen, Freunde. Willkommen zurück in den Ruinen. Letztens hatte ich eine Videoantwort auf einen Beitrag des Kanal MyLab veröffentlicht. Im Originalvideo trat Mai oder Paimutan, wie wir sie liebevoll nennen, das Erbe Crowden Tees an und argumentierte gegen eine genetische Ursache der IQ-Unterschiede zwischen verschiedenen Ethnien. Ich hatte versucht, ihre argumentativen Wirrungen so gut es ging zu entheddern, wobei sich herausstellte, dass sie kein einziges echtes Argument für ihre These dargelegt hatte, sondern sich darauf beschränkt hatte, exzessive Methodikkritik zu betreiben, am Thema vorbei zu argumentieren oder regelrechte Täuschungsmanöver zu fahren, denen viele unbedarfte Zuschauer nur allzu leicht anheimfallen. Heute werde ich eine eigene Argumentation aufbauen und darlegen, warum ich sehr wohl glaube, dass die ethnischen IQ-Unterschiede zu großen Teilen durch Unterschiede in den Genen erklärt werden können. Paimutan wird also heute nur noch wenig zu Wort kommen. Sie kann sich ganz entspannt zurücklehnen und sich mal von einem Mann erklären lassen, wie das mit dem IQ so aussieht. It's tea time. Einfach mal ganz gelassen ein bisschen Mansplaining genießen. Ist doch auch was Schönes. Gibt's ja heute kaum noch. Okay, wo fange ich an? Erstmal, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Intelligenz sprechen? Hier sprechen wir immer vom Intelligenzquotienten. Also professionell durchgeführte IQ-Tests sind auch unter Experten anerkannte Tools, um die Intelligenz zu messen. Trotzdem kann man sich natürlich fragen, ist der IQ überhaupt repräsentativ für die Intelligenz und kann so eine Zahl überhaupt so viel aussagen? Ist sicher eine Diskussion wert, in einem anderen Video vielleicht. Dann rate mal. Dieses Video ist jetzt. Wenn ich mit Leuten über IQ und IQ-Unterschiede diskutiere, dann kommt tatsächlich häufig gleich zu Beginn etwas in dieser Art. Ja, IQ, das ist ja aber nicht Intelligenz. Intelligenz ist was ganz anderes. Es gibt ja auch andere Intelligenzen, Kreativität und Sozialkompetenzen und so weiter. Und da gibt es ja auch kulturelle Unterschiede. Und IQ-Tests sind an sich schon rassistisch, wenn da Unterschiede rauskommen und so weiter und so fort. Daher schauen wir uns zunächst einmal an, was IQ überhaupt ist und was wissenschaftliche Größen wie der IQ überhaupt darstellen. Naturwissenschaftliche Größen sind immer über ein Messverfahren definiert. Dieses muss keinen Zusammenhang mit der mit dem Namen verbundenen intuitiven Auffassung dieser Größe haben. Schauen wir uns mal das Beispiel Zeit an. Irgendjemand baut ein annähernd reibungsfreies Pendel bestimmter Fadenlänge, bringt es in Schwingung und sagt: Die Messgröße, wenn man die Anzahl der Pendelausschläge zählt, nenne ich Zeit, wobei ein Pendelausschlag eine Sekunde genannt werden soll. Zeit in diesem Sinne ist also, was dieses Messgerät misst, per Definition. Sofort kommt jemand und sagt: Moment, das ist völlig falsch. Dein Messgerät misst überhaupt nicht die Zeit. Ich saß gestern in einer langweiligen Vorlesung und habe nach einer Ewigkeit auf dein Gerät geschaut und es behauptete tatsächlich, es seien nur 5 Minuten vergangen. Dann habe ich mich abends nur kurz für ein Nickerchen hingelegt und als ich nach kurzer Zeit wieder aufwachte, meinte dein Gerät, es sei bereits 1 Stunde verstrichen. Und dann habe ich meine Freundin gevögelt und ihr war dabei so langweilig, dass sie die Pendelausschläge dieser verdammten Uhr gezählt hat und dieses dumme Ding hat nur 60 Mal ausgeschlagen, was viel zu wenig ist und überhaupt nicht sein kann. Dieses Ding kann überhaupt nicht die Zeit messen, da Zeit ein viel zu komplexes und vielfältiges Phänomen ist, das auch große kulturelle Unterschiede aufweist, die in diesem Gerät überhaupt nicht berücksichtigt werden. Ein buddhistischer Mönch, der täglich viele Stunden in Meditation verbringt, hat doch ein völlig anderes Zeitempfinden als ein gehetzter Großstadtmensch in Europa. Dein Gerät misst nicht die Zeit, du lügst. Darauf erwidert der Uhrenbauer: Erstens habe ich nie behauptet, dass meine Uhr das misst, was du subjektiv unter Zeit auffasst. Gehe einfach davon aus, dass ich den Namen völlig willkürlich gewählt habe. Von mir aus nennen wir die von dem Gerät gemessene Größe Fu statt Zeit. Was mein Gerät ausgezeichnet kann, ist Vorhersagen treffen. Ich kann sagen, wie viele Pendelausschläge es braucht, bis die Sonne auf- und untergeht,
wie viele Pendelausschläge bis der Weihnachtsmann kommt und wie viele bis dein Frühstücksei fertig ist. Außen schön fest und innen cremig. Mein Gerät ist also insbesondere eines, es ist nützlich und darum habe ich es gebaut und darum verwende ich es. Zweitens ist die Wahl des Begriffs Zeit eigentlich gar nicht so unpassend. Wenn du einen Haufen Leute unterschiedlich lange warten lässt und sie anschließend bittest, die von ihnen empfundene verstrichene Zeit auf einer geeigneten Skala einzuschätzen, dann korreliert das Ergebnis ziemlich hoch mit den währenddessen von mir gezählten Schlägen meines Pendels. Und mit Intelligenz verhält es sich ganz genauso wie mit Zeit. Es gibt ein intuitives und nicht operationalisiertes Verständnis von Intelligenz als die Fähigkeit von Menschen, bestimmte kognitive Aufgaben gut zu bewältigen. Man mag jemanden das Kopfrechnen oder Schachkünste bewundern und sagen, oh, dieser Mensch ist intelligent. Nun kommt jemand namens Alfred Binet und versucht, diese Größe zu operationalisieren. Er entwirft ein Messverfahren gleich einer Uhr, hier jedoch bestehend aus einem Test statt einem Pendel, das am Ende eine Zahl ausspuckt und Binet sagt, diesen Test nenne ich IQ-Test, dessen Ergebnis den Intelligenzquotient und die gemessene Größe sei die Intelligenz. Sofort ist wieder jemand zur Stelle und sagt, das stimmt überhaupt nicht, dein IQ-Test misst gar nicht die Intelligenz. Ich kenne Leute, die dem Test zufolge einen sehr niedrigen IQ haben und dennoch super kreativ sind, und Leute mit mittlerem IQ, die aber überaus emotional einfühlsam sind, und wieder andere mit sehr hohem IQ-Ergebnis, die mir aber nicht einmal in die Augen schauen können, wenn ich mit ihnen spreche. Zudem gibt es große kulturelle Unterschiede. In einem indigenen Stamm am Amazonas sind ganz andere Fähigkeiten gefragt als in Europa. Als intelligent gilt dort jemand, der gut jagen und fischen kann und nicht jemand, der gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat und schnell im Kopf rechnen ist. Außerdem hängt der Test von der Sprache ab, die die Versuchsperson spricht, und davon, ob sie eher in Begriffen oder in Bildern denkt, was wiederum mit der Kultur zusammenhängt, in welcher die Person aufgewachsen ist. Fähigkeiten wie Kreativität, Musikalität und so weiter spielen zudem in diesem Test ja überhaupt keine Rolle, sie haben aber doch auch etwas mit Intelligenz zu tun. Und dieser jemand regt sich so sehr auf, dass er sich hinsetzt und eine ganze Wikipedia-Seite über seine Kritik am Intelligenzbegriff schreibt. Darauf erwidert Binet, okay. Erstens habe ich nie behauptet, dass mein Test und die Größe, die er misst, irgendetwas mit deiner Auffassung von Intelligenz zu tun haben. Gehe einfach davon aus, dass ich den Namen völlig willkürlich gewählt habe. Von mir aus nennen wir den Test von nun ab den Bar-Test, die gemessene Größe Bar und die Einheit den Bar-Quotienten. Wenn du etwas anderes messen möchtest und mehr Einfluss der Kreativität und emotionalen oder sozialen Fähigkeiten der Versuchsperson auf das Testergebnis erreichen willst, wie auch immer du das operationalisieren möchtest, dann ist dir das völlig freigestellt. Wenn du mehr kulturelle Einflüsse auf Intelligenz berücksichtigen möchtest und mehr Fähigkeiten messen möchtest, die in anderen Kulturen als intelligent verstanden werden, mach! Du sagst, Sprache spiele eine Rolle und müsse beachtet werden? Okay. Der Test soll auch andere Fähigkeiten abbilden, die du mit Intelligenz assoziierst und die einer größeren Anzahl Leuten ermöglicht, gut in diesem Test abzuschneiden? Das sei gerechter und fairer und weniger, in Anführungsstrichen, rassistisch? Nur zu! Ich weiß zwar nicht genau, was du mit einem solchen Test, der am Ende wohl einer Waldorf-Klausur entspricht, jeder bekommt eine 1, anfangen willst, außer dich super gerecht und fair zu fühlen, weil du einen so inklusiven Test für alle geschaffen hast, aber natürlich kannst auch du deinen Test ebenfalls Intelligenztest nennen oder wie auch immer du ihn nennen möchtest. Mein Test, der BQ-Test, kann zwar nicht für sich in Anspruch nehmen, besonders fair oder gerecht zu sein, aber er ist vor allem eines, er ist nützlich. Er ist der beste bisher gefundene Prädiktor für Leistungen in der Schule und Erfolge im Beruf, Einkommen und sozioökonomischen Status im Allgemeinen, wie Strenze 2006 in einer Meta-Analyse festgestellt hat. Ich kann anhand deines Abschneidens in meinem Test bereits jetzt deine Gesundheit mit 50 Jahren voraussagen, wobei du umso gesünder bist, je höher dein BQ-Wert ist. Die Fähigkeit, als Kind in meinem Test gut abzuschneiden, schützt dich vor psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter, selbst wenn du im Kindesalter mit familiären Widrigkeiten zu kämpfen hattest. Die Größe deines Arbeitsgedächtnisses, ein in meinem Test gemessener Wert, sagt voraus, ob du die Schule abbrechen wirst. Solche Ergebnisse gibt es hundertfach. Der Zusammenhang zwischen BQ und Kriminalität wird seit langem untersucht und ist immer wieder bestätigt, auch wenn insbesondere die Soziologie sich beharrlich weigert, ihn anzuerkennen. Die Daten zeigen jedoch nicht nur, dass es ein hoher BQ-Wert unwahrscheinlicher macht, eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen, sondern sogar, dass unter den Kriminellen diejenigen mit hohem BQ erfolgreicher sind und seltener verurteilt werden.
Mit niedrigem BQ hast du also doppelte Arschkarte. Erstens, du wirst wahrscheinlicher Krimineller und zweitens, wenn du Krimineller wirst, wirst du wahrscheinlich auch eher erwischt werden. Wenn du nun eine kriminelle Laufbahn einschlägst und verurteilt wurdest und einsitzt, kann ich anhand eines hohen BQ auf bestimmten Subskalen vorhersagen, dass du wahrscheinlich kein Sexualverbrechen begangen hast. Hast du oder deine Mitgefangenen hingegen einen niedrigen BQ, steigt die Wahrscheinlichkeit von Gewalttaten im Gefängnis. So, diese genannten Eigenschaften des BQ, seine Vorhersagekraft für viele Dinge, die im Leben eine große Rolle spielen und die Lebensqualität steigern bzw. senken. Diese genannten Eigenschaften gelten nicht nur für Individuen, sondern auch für Gruppen, ja für ganze Länder. In Richard Lynn und Tatu van Haans IQ and the Wealth of Nations, habe ich jetzt glaube ich wirklich schon oft erwähnt, das Buch, zeigen die Autoren, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner eines Landes zu großen Teilen durch den durchschnittlichen BQ des jeweiligen Landes erklärt werden kann. Und sie gehen auch von einer zumindest teilweisen Kausalität aus. Diese Erkenntnisse werden von anderen bestätigt, die zudem den großen Einfluss einer großen intellektuellen Klasse mit hoher kognitiver Fähigkeit auf den Wohlstand eines Landes betonen. Eine Erhöhung des durchschnittlichen BQ um nur 10 Punkte verdoppelt das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, beziehungsweise eine Erniedrigung um 10 Punkte halbiert das Bruttoinlandsprodukt. Die Aussage ließe sich sogar auf anderer Ebene replizieren. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner der einzelnen US-Bundesstaaten lässt sich auch durch den durchschnittlichen BQ der Einwohner zu großen Teilen erklären. Es deutet sich also an, nicht Bodenschätze, geografische Lage oder große Flächen, sondern die Bevölkerung ist die primäre Ressource eines Landes im Technologiezeitalter. In den USA kann Kriminalität auf Ebene der Bundesstaaten und auf Ebene der Counties durch durchschnittlichen BQ der jeweiligen Einheit erklärt werden. Also niedriger BQ heißt mehr Kriminalität. Ein niedriger durchschnittlicher BQ deiner Nachbarschaft, Schrägstrich Community, erhöht deine Wahrscheinlichkeit, dass du dich mit HIV infizierst. Und wenn du bereits an AIDS erkrankt bist, erhöht ein niedriger BQ deiner Nachbarschaft die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst. Zudem ergibt eine Umfrage unter Experten, durchgeführt von Reeve 2008, dass die zentrale Skala des BQ, die General Intelligence bzw. General Bartelligence, auch der G-Faktor genannt, eine einmalige, eindeutige und wichtige Größe ist. Sie ist höchstwahrscheinlich nicht nur Prädiktor, sondern sogar Determinante für die meisten oben genannten Auswirkungen auf die Lebensqualität. Und der G-Faktor sei frei von anthropologischen Variablen wie Kultur oder Ethnie. Jensen und McGurk untersuchten, ob kulturelle und ethnische Faktoren das Abschneiden in einem BQ-Test beeinflussen, folgendermaßen. Sie baten einen Haufen Experten, die einzelnen Items, also die Einzelaufgaben des BQ-Tests, in drei Gruppen einzuteilen. Erstens die Items mit hohem kulturellen Bias, also die, die stark durch kulturelle Faktoren beeinflusst sind. Zweitens die neutralen und drittens die mit niedrigem kulturellen Bias. Dann ließen sie schwarze und weiße Highschool-Schüler einen BQ-Test bestehend aus den Items der ersten und der dritten Gruppe machen, also die Items mit hohem oder mit nicht vorhandenem bzw. sehr niedrigem kulturellen Bias. Wäre der BQ-Test durch kulturelle Unterschiede beeinflusst, würde man erwarten, dass der Unterschied zwischen den Schwarzen und Weißen bei den Fragen mit hohem kulturellen Bias am größten und bei denen mit niedrigem kulturellen Bias am kleinsten ist. Das war aber nicht nur nicht der Fall, sondern es trat sogar das Gegenteil ein. Der BQ-Unterschied war für die nicht kulturellen Items sogar größer als für die kulturellen Items. Durch die sehr hohe Stichprobe konnten die Autoren sogar allerlei sonstige Variablen kontrollieren. Sie konnten Paare bilden, bei denen in jedem Schwarzen ein Weißer mit gleichem oder sogar niedrigerem sozioökonomischen Status zugeordnet wurde, der auf dieselbe Highschool ging und dieselben Fächer belegt hatte. Und sogar in dieser Untergruppe blieb der Effekt bestehen. Die Weißen schnitten im Test besser ab und der Unterschied war für die nicht kulturellen Items sogar größer als für die kulturellen Items. So. Und mittlerweile wurde in anderen Untersuchungen herausgefunden, dass der von mir mit meinem BQ-Test gemessene BQ einer Person mit der subjektiven Einschätzung seiner Intelligenz durch einen Arbeits- oder Studienkollegen korreliert, und zwar umso besser, desto länger die beiden zusammengearbeitet haben. Man hat also Leute einen BQ-Test machen lassen und dann Arbeits- oder Studienkollegen, die diese sehr gut kennen, um eine Einschätzung deren Intelligenz gebeten.
Und dabei hat sich herausgestellt, dass diese Werte in einem Zusammenhang stehen. Also dass, wenn ich einen hohen BQ mit meinem Test messe, diese Leute auch als intelligent von anderen eingeschätzt werden. Mein BQ-Test misst also wahrscheinlich schon in etwa das, was Leute intuitiv unter Intelligenz verstehen. Und somit ist es auch legitim, dass ich meinen BQ-Test IQ-Test bzw. Intelligenztest nenne. Und das ist der Mic-Drop-Moment, wenn Alfred Binet die Bühne verlässt. Deutlich wird also, es ist nicht nur von großem Vorteil, selbst einen hohen IQ zu haben, sondern insbesondere ist es in jedermanns Interesse, in einer Gesellschaft, in einem Land zu leben, das im Mittelwert einen nicht allzu niedrigen IQ aufweist, da die Lebensqualität in erheblichem Maße hiervon abhängt. Zudem weiß man nun, dass die Fähigkeit, in einem IQ-Test gut abzuschneiden, in hohem Maße durch die Gene bestimmt ist und somit erblich ist. Hierzu muss man nicht wissen, welches Gen für Intelligenz verantwortlich ist. Das ist ein alter Strohmann, der von Antihereditären immer wieder vorgebracht wird. Find the gene! Das ist aber überhaupt nicht nötig. Man kann die genetische Komponente des IQ durch Zwillings- und Adoptionsstudien inferieren. Wie das funktioniert, hat Paimutan in ihrem Video eigentlich ganz gut erklärt, beziehungsweise ich habe es in meinem Video nochmal auf eine andere Art erläutert. Oder man kann es in einem normalen Standard-Psychologie-Lehrbuch, zum Beispiel das von Myers 2014, nachlesen. Kurz, man betrachtet eineige und zweieige Zwillinge. Wenn die eineigen Zwillinge sich in ihrer Intelligenz weniger unterscheiden als die zweieigen Zwillinge, dann liegt das daran, dass sie identische Gene haben. Die zweieigen Zwillinge teilen sich hingegen nur 50% der Gene. Es gibt auch alternative Studiendesigns, zum Beispiel man trennt eineige Zwillinge bei Geburt und schaut, wie sie sich entwickeln. Alle Unterschiede im BQ müssen dann Umwelteinflüsse sein, da sie fast identische Gene haben. Oder man adoptiert ein Kind und vergleicht die Entwicklung mit den eigenen Kindern. Dann müssen die Unterschiede auf genetische Faktoren zurückzuführen sein, da die Umwelt für Adoptiv- und eigene Kinder fast identisch sein sollte. Und so weiter. Etliche Untersuchungen dieser Art zeigen, die Varianz im BQ kann zu mindestens 50% genetisch erklärt werden. Viele gehen von 70% oder gar bis zu 80% aus. Interessant auch, selbst wenn es gelingt, durch günstige Umweltbedingungen den IQ einer Person zu steigern, ist dieser Effekt nicht nachhaltig und verschwindet wieder, sobald die Stütze wegfällt. Der IQ ist zu hohen Maßen genetisch bestimmt, beziehungsweise die IQ-Unterschiede zwischen den Leuten, wie Paimutan extra 25 Mal betont hat. Never forget. Die IQ-Unterschiede. Es sind nur die IQ-Unterschiede, nicht der IQ selbst. Und das ist, wie gesagt, alles überhaupt nicht kontrovers. Das steht in ganz normalen Psychologie-Lehrbüchern. Und auch Paimutan hat das ja in ihrem eigenen Video genau so gesagt, was ja der Grund war, warum sie dieses ganze Thema überhaupt angefangen hat. Sowohl Schönheit als auch Intelligenz sind zu großem Teil genetisch bedingt. Nur wenn es statt um individuelle Unterschiede um Gruppenunterschiede geht und wenn die Gruppen ethnische Gruppen darstellen, dann wird es plötzlich schwierig, dann wird es sehr kontrovers, dann ist es ein Spiel mit dem Feuer, was nicht intuitiv einleuchtend ist, da auch ethnische Gruppen nur wiederum aus Individuen bestehen, die Gene haben und diese Gene an ihre Kinder weitervererben. Wie in dem Abschnitt über IQ and the Wealth of Nations bereits angedeutet, verteilt sich die Fähigkeit, in einem IQ-Test gut abzuschneiden, nicht gleichmäßig auf der Erde. Es gibt aber nicht nur Unterschiede zwischen den Ländern, sondern auch zwischen Bevölkerungsgruppen innerhalb eines Landes. Die glockenförmige Normalverteilungskurve für amerikanische Weiße ist in etwa um einen mittleren IQ von 100 angeordnet. Bei amerikanischen Schwarzen liegt dieser Mittelwert in etwa bei 85, während die Normalverteilungskurve von verschiedenen Untergruppen mit spanisch sprechenden Teilnehmern irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Gruppen liegt. Das stammt aus dem oben schon erwähnten erstes Semester Standardlehrbuch Psychologie von Myers, Seite 430, und ist wirklich kein Geheimnis. Hoch umstritten ist allerdings die Ursache dieser Unterschiede zwischen den Ethnien. Im Lehrbuch heißt es: Wir haben gesehen, dass die Vererbung etwas zu den individuellen Intelligenzunterschieden beiträgt. Heißt dies, dass sie auch etwas zu den Gruppenunterschieden beiträgt? Manche Psychologen sind dieser Meinung. Vielleicht wegen der Herausforderungen, die sich durch die unterschiedlichen Klimabedingungen und Überlebenschancen stellen. Dann werden die Namen Herrnstein, Murray und Lynn genannt,
und dazu übergegangen, zu argumentieren, warum diese Herren Unrecht haben und alle Unterschiede auf Umwelteinflüsse zurückzuführen sind. Herrenstein und Murray sind die Autoren des Buchs The Bell Curve, das wohl bekannteste zu diesem Thema. Von Lynn stammt Race Differences in Intelligence, das ich ja schon erwähnt hatte und das das wohl umfangreichste Werk ist. Es belegt, in meinen Augen, seine These ziemlich klar. Die Unterschiede sind zu großen Teilen genetisch und damit erblich. Wenn ihr nicht ganz so viel lesen möchtest, könnte ich euch die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse der letzten 30 Jahre im Bereich Intelligenz von Philip Rushton oder die Zusammenfassung der Zusammenfassung von Rushton empfehlen. Jedoch will ich hier auch meine eigenen Gedanken hierzu noch kurz ausführen. An für sich ist es schon unsinnig, die Aussage, dass Intelligenz auf der Welt gleich verteilt sei, als Nullhypothese zu setzen. Denn warum sollte das so sein? Es gibt allerlei Unterschiede zwischen Ethnien, bei denen niemand anzweifelt, dass sie biologischen Ursprungs sind. Zum Beispiel die Hautfarbe. Ja, es sind nur einige wenige Gene, die für die Hautfarbe verantwortlich sind. Vielleicht sind sie eine Ausnahme. Nun ja, man schaue sich mal die Medaillenliste der 100-Meter-Läufe der letzten Jahrzehnte an. Für manche mag sich da vielleicht ein gewisses Muster ergeben. Sind das Umwelteinflüsse? Vielleicht gehen schwarze Kinder nicht zur Schule, spielen dafür in der Sonne oder sind arm und haben ein undichtes Dach zu Hause, weswegen es bei Regen auf sie herniedertropft und sie dadurch größer wachsen und einen athletischeren Körper bekommen? Nein, natürlich nicht. Niemand zweifelt an, dass die höheren sportlichen Leistungen der Schwarzen in der Leichtathletik auf biologische Ursachen zurückzuführen sind und dass andere Gene ihnen einen athletischeren Körper mit höherem Muskelmasseanteil verschaffen. Niemand denkt, das sind Umwelteinflüsse. Natürlich gibt es genetische Unterschiede. Oder man schaue sich die Verteilung der Laktoseintoleranz an. Auch diese hat genetische Ursachen und sorgt dafür, dass Leute in Europa zu geringerem Maße Laktoseintoleranz sind als in Asien. Dong Dong Wu und Jan Ping Song finden in einem Paper von 2011 nicht nur, dass es große genetische Unterschiede zwischen verschiedenen Populationen gibt und hierbei ist groß bezogen auf die Unterschiede innerhalb der Population, also die genetischen Unterschiede, die es innerhalb einer Population gibt, ins Verhältnis gesetzt zu den Unterschieden, die es zwischen Populationen gibt. Und selbst wenn die Unterschiede innerhalb der Population größer sein mögen als die Unterschiede zwischen den Populationen, gibt es immer noch erhebliche Unterschiede zwischen den Populationen. Und diese können insbesondere in verschiedenen Bereichen unterschiedlich ausgeprägt sein. So finden die Autoren, dass Gene, die für das Gehirn verantwortlich sind, beziehungsweise mit verschiedenen Gehirnfunktionalitäten assoziiert sind, sich deutlich stärker zwischen den Populationen unterscheiden als andere Gene. Das Argument, es gäbe keine groß genug genetische Varianz, um die unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten zu erklären, scheint allgemein wenig stichhaltig. Erstens besteht ein gar nicht mal unerheblicher Teil der genetischen Varianz zwischen den kontinentalen Populationen, nämlich 12%. Diese wird sogar noch größer, wenn man bestimmte Gengruppen betrachtet, wie eben die beiden chinesischen Kollegen von Palmutam herausgefunden haben, die damit auf natürliche Selektionsprozesse in diesem Bereich hindeuten. Zweitens sind insbesondere am Gehirn große ethnische Unterschiede festzustellen. Man kann in der Tat anhand des Gehirns ohne DNA-Analyse feststellen, welcher ethnischer Herkunft jemand ist. Drittens ist der Link zwischen Gehirnform und Größe und Intelligenz gut etabliert. Von einer ethnischen Ungleichheit der kognitiven Leistungen ist nun allein auf Basis der Evolutionstheorie auszugehen. Warum sollten sich bei all diesen Unterschieden, welche auf divergente evolutionäre Entwicklungen zurückzuführen sind, ausgerechnet und ausschließlich kognitive Fähigkeiten rein zufällig überall gleich entwickelt haben? Warum? Überall anders sind genetische Unterschiede erlaubt. In der Laktoseintoleranz, bei sportlichen Leistungen, in der Kurzsichtigkeit, sogar in der Kurzsichtigkeit weiß man von genetischen Unterschieden und daher bedingten Unterschieden in der Häufigkeit von Kurzsichtigkeit in verschiedenen Populationen. Nur bei kognitiven Leistungen, nur hier muss Gleichheit herrschen. Die Annahme ist absolut unvernünftig. An dieser Stelle könnte man nun sehr wohl davon ausgehen, dass Schwarze viel intelligenter sind als Weiße. Oder dass Asiaten besonders wenig intelligent sind, nachdem man vielleicht Palmutans Videos angeschaut hat. Diese Annahmen könnte man an dieser Stelle sicher sinnvoll begründen. Aber von Gleichheit auszugehen, ist einfach Quatsch. Darum regt mich die Forderung, ich müsse meinen Standpunkt nun beweisen, auch so sehr auf.
Das ist eine völlig unzulässige Beweislastumkehr. Die Nullhypothese ist Ungleichheit. Wer Gleichheit behauptet, der muss Beweise vorlegen. Nicht andersrum. Der einzige Grund, warum Paimutan euch Gleichheit als Nullhypothese verkaufen kann, auf die ihr zurückzufallen habt, falls anderslautende Vermutungen nicht ihren völlig willkürlich gewählten methodischen Standards gerecht werden, ist der Zeitgeist, weil das gesellschaftlich akzeptiert ist und weil das als normal angesehen wird. Es ist keine wissenschaftliche Begründung. Argumente für ihren Standpunkt hatte Paimutan keine stichhaltigen vorgelegt, wie wir bereits festgestellt hatten. Von solchen Funkkanälen ist aber natürlich auch nicht viel zu erwarten. Interessant wäre es zu schauen, was das Lehrbuch hierzu sagt. Myers schlägt sich aber nicht viel besser. Er nennt die klassischen Talking Points von anscheinend nicht genügend genetischer Varianz zwischen den Ethnien über den Flynn-Effekt bis zum klassischen Kontinuumsfehlschluss, der behauptet, es gäbe keine Ethnien, da jede Abstammungsgemeinschaft mit der geografisch Benachbarten verwoben ist und somit alle ein Kontinuum darstellen. Aber auch in einem Kontinuum kann man deutlich Bereiche erkennen und unterscheiden. Nach dieser Logik gäbe es auch keine Farben, da alle ineinander übergehen. Und juhu! Es gibt keine Armut, dass sich Reich und Arm auch auf einem Kontinuum bewegen und es keine natürliche Grenze gibt. Die etwas besseren Punkte behaupten, Umwelteinflüsse wie schlechte Ernährung oder schlechte Schulbildung seien für die Unterschiede verantwortlich. Aber auch diese können nicht den gleichbleibend niedrigen IQ der Afroamerikaner erklären. Denn in den USA erleidet niemand Hunger. Man beachte, die Schwarzen in den USA sind im globalen Kontext keineswegs arm, sondern im Gegenteil, eine der bestverdienenden Gruppen weltweit. Dennoch liegen sie im IQ weiter hinter den viel ärmeren Menschen im Vietnam oder in der Ukraine zurück. Auch die Ergebnisse der Parental Choice Programme in Milwaukee und Washington können nicht mit Umwelteinflüssen erklärt werden. Armen, vor allem schwarzen Schülern auf öffentlichen Schulen wurde hierbei mit einem Gutschein ermöglicht, auf eine bessere Privatschule zu wechseln. Ihre schulischen Leistungen wurden beobachtet und mit denen anderer verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Leistungen kaum verbesserten. Selbst wenn die Schüler von der ersten Klasse ab auf die Privatschule gingen, blieben ihre Leistungen weit hinter dem Durchschnitt der öffentlichen Schulen zurück. Trotz optimaler schulischer Umweltbedingungen blieb der Unterschied also großteils erhalten. Und die größten Schwierigkeiten hat das Umweltargument damit, die Transracial Adoption Studies zu erklären, welche im letzten Video bereits vorgestellt wurden. Schwarze und weiße Kinder wurden in weiße obere Mittelschichthaushalte adoptiert. Mit 17 Jahren lag der IQ der Schwarzen weit hinter dem der weißen Adoptivkinder zurück und lag noch immer in etwa in dem Bereich der Schwarzen des Bundesstaates, in dem die Studie stattfand. Ich werde auf Myers Argumente in kommenden Videos noch genauer eingehen und ihr werdet sehen, das klassische Umweltmodell kann die Daten so mancher Studie einfach nicht erklären. Warum an ihm festhalten, wenn ein alternatives Modell zur Verfügung steht, nämlich das genetische Modell, das hiermit keinerlei Probleme hat? Aber so leicht wird es einem dann leider doch nicht gemacht, da die konventionellen Erklärungsversuche über Umwelteinflüsse zusehends in Bedrängnis geraten, kommen stattdessen progressive Erklärungsmodelle auf. Institutioneller Rassismus, Diskriminierung, Spätfolgen von Kolonialismus und Sklaverei, White Supremacy und so weiter und so fort. Man versucht, die IQ-Unterschiede damit zu erklären, dass weiße Menschen, dunkelhäutige Menschen aktiv daran hindern, Erfolge zu erzielen. Das Ganze nimmt Formen einer Verschwörungstheorie an, der zufolge alle Weißen gemeinsam sogenannte People of Color bewusst oder unbewusst daran hindern, Erfolge zu erzielen. Mathematik, wo die Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen besonders hoch sind, ist selbst rassistisch. Fotografie ist rassistisch. Und Richard Lynn und seine Daten sind sowieso an aller rassistischsten, weswegen man ihm seine Professur direkt entziehen sollte. Alles ist rassistisch. Und in gewisser Hinsicht ist das ja auch richtig. Die Wirklichkeit ist rassistisch, denn sie schert sich nicht um moralische Normen. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das alles überhaupt so relevant? Weil sich die zu Beginn erläuterten fundamentalen Eigenschaften des IQ auf die ethnischen Gruppen auswirken. Schlechtere Schulnoten, schlechtere Jobs, geringeres Gehalt, schlechtere Gesundheit und höhere Kriminalität. Wie Rushton 2011 in einem Paper zusammenfasst. Letzteres führt zu mehr Konflikten mit der Polizei, bei denen dann hin und wieder jemand ums Leben kommt, was dann Proteste auslöst.
Es herrscht eine massive Überrepräsentation von Schwarzen in Gefängnissen und eine Unterrepräsentation von Schwarzen in Führungspositionen. Wenn jetzt jedoch gepredigt wird, All men are created equal, dann fragen sich die Mitglieder der weniger wohlhabenden und in Industrieländern weniger erfolgreichen Ethnien natürlich mit Recht. Warum geht es uns dann so schlecht? Und die naheliegende Antwort ist, ein ungerechtes System, Diskriminierung, Rassismus. Dann hilft es auch nichts mehr, wenn Lynn sogar innerhalb der afroamerikanischen Bevölkerung ein IQ-Gefälle zwischen denen mit hellerer und dunklerer Hautfarbe findet, wobei hellhäutige Mixed-Race-Personen intelligenter sind. Sofort kommt jemand angerannt und behauptet, der Grund sei, die White Supremacists sind so inhärent rassistisch und perfide, sie diskriminieren sogar stärker gegen diejenigen mit dunklerer Hautfarbe, wodurch die Mixed-Race-Personen mit hellerer Hautfarbe erfolgreicher sind, bessere Umweltbedingungen erhalten und dadurch intelligenter werden. Nein, es liegt am Anteil der europäischen Gene, was sich auch dadurch zeigt, dass Schwarze mit dunklerer Hautfarbe einen besseren sozioökonomischen Status genießen als hellhäutigere Schwarze. Im IQ verhält es sich aber andersrum. Da aufgrund der biologischen Determinanten keine farbenblinde Maßnahme zur ethnischen Gleichstellung Erfolg erzielen kann, wird mittlerweile im Einstellungsprozess an Universitäten und bei großen Firmen in den USA gegen Weiße diskriminiert. Das nennt sich dann aber natürlich Affirmative Action oder Diversity Hiring Programm, was im Grunde genommen aber eigentlich schlichtweg bedeutet, Scheiß auf Qualifikation, wir wollen weniger Weiße. Appenshade fand 2004, dass es 230 SAT-Punkte wert ist, schwarz zu sein. SAT-Punkte sind dabei die Punkte, die man in der Zulassungsprüfung für die Universitäten erhält und sie können ungefähr mit dem deutschen Abitur gleichgesetzt werden. Hispanisch zu sein ist immer noch 185 Punkte wert. Neuere Daten können wir uns selbst ausrechnen. Hierzu verwenden wir die SAT-Verteilung nach Abstammung und die ethnische Zusammensetzung der 20 besten Universitäten in den USA. Für das Jahr 2015 ist der mittlere SAT-Score der Weißen 1063, der Schwarzen 859. Von denen, die nötigen 1478 Punkte für eine Zulassung an einer Elite-Universität erreichten, waren 72% weiß, 0,67% schwarz, 2,8% hispanisch und 24% asiatisch. Die Zulassung an den Elite-Universitäten gestaltete sich dann aber sehr anders. Nur 44% der Weißen wurden zugelassen, auch wenn sie 72% der über 1478 Punkte stellten. Dafür 5,8% der Schwarzen, welche nur 0,67% der nötigen Punkte stellten. 10,4% der Hispanics gegenüber 2,87% in dem nötigen Punktebereich und 18,9% Asiaten gegenüber 24,6% des jeweiligen Punktebereichs. Das heißt, Schwarze haben eine Überrepräsentation von 873% gegenüber ihren Leistungen in den SAT-Scores, Hispanics immer noch 370%. Asiaten und Weiße sind jeweils unterrepräsentiert. Nur 61% der Weißen, die eigentlich eine Zulassung hätten bekommen sollen, rein auf Basis ihres SAT-Scores, sind tatsächlich zugelassen worden. Und nur 78% der Asiaten. Paimutan sollte sich also sehr genau überlegen, was für Videos sie hier macht, denn auch sie wird durch Affirmative Action benachteiligt. Rechnet man die Hautfarbe als einen Faktor für SAT-Scores um, so ist es 128 Punkte wert, schwarz zu sein. 85 Punkte ist es wert, hispanisch zu sein. Asiatisch zu sein kostet einen 28 Punkte und weiß zu sein kostet einen sogar 38 Punkte. Jetzt mag sich der ein oder andere fragen, warum rede ich hier eigentlich die ganze Zeit über die USA? Warum spreche ich nicht über die Situation in Deutschland? Das hat einen ganz einfachen Grund. In Deutschland werden Daten zur ethnischen Abstammung nicht erhoben. Das Einzige, worauf man sich hier berufen kann, ist die Staatsbürgerschaft, welche aber durch die Masseneinbürgerung seit dem Jahr 2000 kaum noch aussagekräftig ist. Das Ganze sollte sich aber hier nicht groß anders verhalten. Und auch wenn wir hier mit Affirmative Action und Diversity-Einstellungsprozessen noch nicht so weit sind wie in den USA, glaubt wohl kaum jemand, dass wir hier davon verschont bleiben werden.
Jeder, der den politischen Prozess die letzten Jahrzehnte auch nur ansatzweise verfolgt hat, weiß genau, dass alle Ideen aus den USA letzten Endes auch bei uns landen. So ist es nicht verwunderlich, wenn die Taz, die sich immer an vorderster Front des Progressivismus befindet, nun mehr Migranten in der Regierung fordert. Bis Universitäten und Firmen ihre Zulassungs- bzw. Einstellungsprozesse im Sinne einer Affirmative Action abändern, wird es sicher nicht mehr lange brauchen. Und lasst euch nicht durch euphemistische Umschreibungen enttäuschen, die hierfür verwendet werden dürften. Bildung für Flüchtlinge, herkunftsunabhängige Zulassungsprozesse, Bildungsgerechtigkeit oder soziale Mobilität, das sind alles schöne Worte, die nach Fairness und Vorteil für alle klingen. Im Endeffekt heißt es aber immer, weniger Weiße, weniger Deutsche, weniger von dir. Schlechtere Bedingungen für dich, denn du bist nicht erwünscht, auch wenn das dein Land ist. Von dir hat man zu viel. Über 100 Jahre nach Ende der Sklaverei in den USA, 50 Jahre nach Ende der Segregation, trotz harter Antidiskriminierungsgesetze, trotz Affirmative Action und Diversity-Programmen, welche die Weißen klar benachteiligen. Der IQ-Unterschied bleibt gleich. Doch es werden noch viele Gründe gefunden werden, warum dies so sei und warum dies alles nichts mit Biologie zu tun habe. Und die Forderungen und Anschuldigungen werden immer aggressiver werden und die Behauptung wird sein, du bist weiß, du bist schuld. Thank you.